Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ein absoluter Experte, nämlich Professor Dr. Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg, entwirft eine 100 Seiten lange Studie über den Ursprung der Covid-19-Pandemie und kommt dort zum Schluss, dass es sich nicht auf einen natürlichen Ursprung hier zurückführen lässt, sondern dass eben die Pandemie ausgelöst wurde durch einen Laborunfall in Wuhan. Diese Laborunfälle kommen ja jährlich in hunderter Anzahl immer wieder vor. Auch die Maul- und Klauenseuche beispielsweise ist damals durch einen Laborunfall eben nach außen getreten. Und dann wird von vielen Medizinern, unter anderem Christian Drosten, diese Labortheorie als Verschwörungstheorie abgestempelt. Der Professor Dr. Wiesendanger wird sogar als rechter Verschwörungsideologe teilweise bezeichnet. Viele Medien stimmen da auch mit ein. Zum Beispiel hier im ZDF wird geschrieben, die Uni Hamburg verbreitet fragwürdige Theorie. Es gibt also keinen wissenschaftlichen Diskurs, keine wissenschaftliche offene Debatte dazu, sondern diese Person wird einfach diffamiert als Verschwörungstheoretiker. Und dagegen wehrt sich dieser Professor Dr. Wiesendanger, indem er in einem Interview damals eben gesagt hat, dass Herr Drosten eben die Öffentlichkeit täuscht und mit Fehlinformationen eben halt auch arbeitet, woraufhin Christian Drosten ihm tatsächlich eine Abmahnung beschert hat und sogar vor Gericht mit einer einstweiligen Verfügung Recht bekommen hat. Ja, also das muss man sich erstmal vorstellen. Und ich habe jetzt gerade hier ein richtig spannendes Interview auf YouTube gesehen. Das verlinke ich euch hier unten drunter. Das ist nur 20 Minuten lang, aber das finde ich äußerst interessant. Und zwar ist es genau mit eben jenem Professor Dr. Roland Wiesendanger, der hier eben in dieser 100 Seiten langen Studie, die ja schon Anfang 2021 damals erschienen hat, starke Zweifel geäußert hat an diesem natürlichen Ursprung irgendwo in einem Markt in Wuhan, ja, durch Fledermäuse und so weiter. Ich meine, ich finde das ja schon an dieser Stelle sonderbar. Häufig ist es ja, wenn wir Daten oder irgendwelche Studien, irgendwelche Informationen aus China bekommen, dass man immer sagt, zum Beispiel in einem Wirtschaftsgeschehen ist es vollkommen normal, dass man sagt, hey, die ganzen Wirtschaftsdaten zum Wachstum der Wirtschaft und so weiter, die muss man in China immer so ein bisschen mit der Grain of Salt nehmen. Also man muss immer aufpassen, es ist hier einfach halt China immer noch mit einem Diktator an der Macht und die Daten und die sozusagen Informationen, die man von dem bekommt, die muss man halt immer genauestens überprüfen und gerade hier sollte also ja ein wissenschaftlicher Diskurs durchaus möglich sein. Und er zeigt ja aber in diesem Interview richtig schön, dass es eben ein bestimmtes Muster gab damals. Und dieses Muster, das kommt mir doch irgendwo bekannt vor. Das ist doch dieselbe Leier, die wir immer wieder in letzter Zeit merken. Und zwar, es gibt ein bestimmtes Ereignis. Irgendetwas passiert und dann gibt es irgendwie sehr schnell einen ziemlichen Konsens darüber, wie das Ganze jetzt passiert ist, also in diesem Fall, wie diese Pandemie dann eben halt nach und nach ausgebrochen ist und um die ganze Welt schwappte. Und dann ist es so, dass das einen ziemlichen homogenen Meinungstenor gibt, der irgendwie durch den Mainstream geht, wo viele Medien eben auch das Ähnliche immer wieder verbreiten, meistens auch sehr staatsnah und dem, was offiziell eben auch dann eben verlautbart wird. Und sobald man eben davon abweicht, dann ist man sofort ein Verschwörungstheoretiker. Und das hat er hier auch sehr schön dargelegt, dass er gesagt hat, es gab einfach keinerlei konstruktive Kritik an der Studie selbst. Also es haben sich dann wenige Leute, andere Wissenschaftler oder auch beispielsweise Medien mit seinen tatsächlichen Inhalten und Theorien in der Studie auseinandergesetzt. Also wissenschaftlich mit diesen Thesen sozusagen beschäftigt, sondern man ist direkt auf die Form und seine Person und so weiter gegangen. Ja, wo ist uns das denn schon mal untergekommen? Das kommt mir doch auf irgendeine Art und Weise mächtig bekannt vor. Und hier kann ich nur sagen, das finde ich sehr grenzwertig, weil ich meine, man muss jetzt sagen, ich persönlich, ich habe wenig Ahnung von irgendwelchen Viren und auch nicht von deren Forschung. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn hier so jemand sagt halt eben, dass es sehr gefährlich ist, auch dieses Gain-of-Function-Research durchzuführen, also dass man zum Beispiel in solchen Laboren eben
an Viren herumforscht, um sie besser und besser an menschliche Zellen anzupassen, so dass sie potenziell eben nicht nur schneller aufgenommen werden können vom menschlichen Organismus, sondern dass es auch eben viel ansteckender wird und dass sowas eben eine starke Gefahr auch in Zukunft darstellen kann. Dazu muss man, glaube ich, nicht irgendein Virenforscher sein, sondern das kann man einfach mit einem bisschen gesunden Menschenverstand sich ja auch davon ableiten. Vor allem dann, wenn er jetzt auch noch in dem Video sagt, dass es halt einfach Viren gibt, manche, die eine Sterblichkeitsrate von 50% und mehr haben. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, hey, was ist denn, wenn zum Beispiel in einem Labor es mal passiert, dass eben mit so einem richtig gefährlichen Virus ein Unfall passiert und der nach draußen kommt und der sich weltweit verbreitet? Ist es unter Umständen nicht doch eventuell mal interessant, einerseits wissenschaftlich, andererseits auch medial und so, sich mit verschiedenen Meinungen und verschiedenen Ansätzen in so einem Zeitpunkt auseinanderzusetzen und nicht irgendwie alles, was irgendwie dem allgemeinen Konsens entspricht, nur weil es irgendwie in diesem Moment unangenehm ist, darüber zu debattieren oder weil man sagt, ey, dann können wir nicht so schnell irgendeine Maßnahme oder so durchsetzen, mal damit auseinanderzusetzen? Also ich muss als freier Bürger ganz klar sagen, man sollte eben gerade in der Wissenschaft und gerade eben dann auch hier in den Medien sowas mit offenen Armen willkommen heißen und eigentlich sagen, hey, haut uns hier alle Theorien irgendwie rein, die es irgendwie gibt. Und je mehr Input wir bekommen, je mehr Ideenaustausch wir haben, desto mehr Erkenntnisse können wir darüber gewinnen. So ist es doch allgemein. Ich meine, wenn wir hier in meinen ganzen Unternehmen und so weiter, wenn wir irgendwelche Debatten haben, wenn wir Teammeetings und so weiter haben, dann ist es immer genau der Fall, dass wir beispielsweise, wenn wir neue Namen für Projekte entwerfen oder so, ja, dass wir dann sagen, hey, haut uns erstmal alle Ideen rein und wir bewerten zu Beginn gar nicht die einzelnen Ideen, sondern es geht einfach nur darum, einen maximalen Ideenaustausch erstmal zu generieren. Dann schreibt man das alles auf und dann geht man von einem riesigen Ideenpool von 200 Ideen oder so immer weiter und weiter hin, bis man den perfekten Namen für ein Projekt oder für ein Produkt und so weiter hat, was immer ein besseres Ergebnis erzielen wird, als wenn man von Anfang an nur ein oder zwei Ideen überhaupt zulässt, ja, und dabei vielleicht vergisst, dass es vielleicht die fünfte oder sechste Idee gewesen wäre, die sehr viel besser ist, ja. Übrigens macht man in Amerika auch genauso die Drehbücher für gute Filme und so. Und wenn ihr euch wundert, warum sehr häufig in Deutschland, wenn man so sich so einen Spielfilm anguckt, warum der so unfassbar schlecht ist im Vergleich zu guten Filmen aus anderen Ländern teilweise, ja, dann liegt das daran, dass sie eben in anderen Ländern sehr häufig eben auch Dutzende verschiedene Drehbücher für einen einzigen Film schreiben und immer wieder umschreiben und überlegen, wie können wir diese Story jetzt noch besser machen, und dann kristallisiert sich eben am Ende das beste Drehbuch raus und dann entsteht eben auch ein geiler Film, ja. Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen vom Thema, aber ich finde das einfach krass und ich muss hier an dieser Stelle sagen, ich hoffe nur, man lernt hier insgesamt draus und lässt eben in Zukunft, sollte solche Sachen nochmal passieren, eben auch anerkannte Wissenschaftler von Anfang an mit zu Wort kommen, ohne sie gleich zu diffamieren. Ich empfehle euch jetzt zum Abschluss unbedingt mal, ja, dieses Video euch noch anzuschauen. Ich werde es hier unten drunter verlinken und ich kann nur sagen, vielen Dank an dieser Stelle auch an Tichys Einblick, dass sie hier dieses tolle Interview gemacht haben. Es war auf jeden Fall diese 19 Minuten, die man da investiert hat, wert anzuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.